Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und ja, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier mit Regina unterwegs und wir waren hier in diesem neuen Gebiet angekommen, in dieser dritten Energieeinrichtung. So, und wir waren jetzt auf Erkundungstour. Wir sind Seesauriern begegnet. Und Flugsaurier und haben die hier ordentlich mit unserem schicken Raketenwerfer hier platt gemacht. Schaut euch das an. Und ja, wir setzen jetzt hier unsere Erkundungstour fort. Haben hier diesen Soldaten gefunden, der seine ID-Karte verloren hat. Die hatten wir aber schon im Dschungel auch gesammelt und jetzt können wir hier weitermachen. Also hier, Leute, müssen wir jetzt dann die... Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Das ist... So. Hier. So, genau. Objekt. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt schon 10 Tage oder so nicht mehr gespielt. Es ist Freitagabend. Und wir können hier rein. Genau, Leute. Dann würde ich sagen, kriegen wir wieder einiges an Punkte. Und dritte Energieeinrichtung, Gehweg 3. Mhm. Was haben wir hier? Oh, das sieht mir nach Wassersauriern aus. Okay. Leute, wir haben ja auch beim letzten Mal hier diese übertrieben geile Waffe gekauft. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir mal unsere geile Erkundungstour hier fort. Zack. Weg mit dem. Weg mit dir, Kuhsaurier. Du siehst echt. Die hören sich echt geil an, ey. So, Leute. Kommt da noch mehr raus? Da kommt tatsächlich noch mehr raus. Ja, kommt nur alle her. Ihr steht ja drauf, ne? Ihr wollt alle ein bisschen von dem Stoff haben hier. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ah, okay. Das waren 8 Stück. Haben wir hier irgendwas? Hier ist so ein Boot, Leute. Okay. Hier geht es eigentlich nur geradeaus. Da blinkt auf jeden Fall schon mal was. Was ist denn das? Ist das eine Box für kleine Reparaturgegenstände? Du brauchst einen Schlüssel, um diese Box zu öffnen. Haben wir, glaube ich, nichts, ne? Wo sind wir überhaupt? Fast da, okay, fast da. Aha. Ah, okay, ja, ja. Ich erinnere mich ein bisschen. Wir haben keine Schlüssel, ne? Nö. Haben wir nicht. Okay. Jo, Leute, ja, dann gehen wir mal weiter. Und dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Dino Crisis 2. Vielen Dank, dass ihr nach wie vor das Projekt schon, finde ich super. Die Steuerung für die Treibstofftanks. Die Treibstoffanzeige steht auf 0. Es ist nicht nötig, sie zu benutzen. Na gut, okay. Regina, dann halt nicht. Du willst gar nichts benutzen hier, ey. Es ist ein großer Treibstofftank. Wahrscheinlich wurde er zum Tanken des Bootes im Dock benutzt. Ja, könnte sein. Boah! Boah! Boah, Gottes Willen. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Vor allem, ich habe ja den Kopfhörer so nah am Ohr dran, ey. Boah, hab ich mich erschrocken, Leute. Guck, da haben wir da aus dem Wasser rausgeschissen hier. So, hier haben wir nur einen Weg. Okay, Leute, nur einen Weg. Ja, ich wollte es eigentlich nochmal versuchen, dass die Auflösung mal ein bisschen anzupassen, aber da habe ich irgendwie nicht die Zeit zu. Das kommt dann beim nächsten Mal. Es ist ein Wasserzank zur Analyse der Wasserqualität. Okay. Ja, sieht ziemlich maritim alles hier aus. Aber dann haben wir es doch. Wieder ohne Schaden. Geil. 10.000 Punkte. Dritte Energiesteuerungsraum. Eine Treppe? Okay. Steuerungsraum der dritten Energie. Das hört sich auch verdammt interessant an. Oh, das ist so ein Büro oder so, ne? Ja, das ist ein Büro. Schaut mal, da ist immer noch eine Tür. Und ein Safe-Raum sogar, oh mein Gott. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist ein Aufzug. Geht der? Es passiert nichts. Um diesen Aufzug zu bedienen, musst du die Steuerungskonsole beim Aufzug bedienen. Blinkt aber rot. Um diese Kontrollkonsole zu benutzen, brauchst du die Mechaniker-ID-Karte. Aha.
Okay. Ja gut, dann gucken wir es einfach mal weiter hier um. Oh, du hast Boxenschlüssel. Ah, für das Schiff da draußen. Okay, cool. Auf dem Bildschirm des Terminals wird die gesamte Energie, die in dieser Einrichtung generiert wird, angezeigt. Wahrscheinlich wollten sie die Energie über den Computer verteilen. Ja, so ähnlich wie im ersten Teil, ne? Hier ist aber ein Computer, den ich gebrauchen kann. So, Shop. Nichts Neues. Aber dann halt dann nur Muni. So, bin ich mal gespannt, wie teuer das ist. Extrem teuer wahrscheinlich. Ja, geht sogar. Und das die ist wahrscheinlich extrem, ne? 2,1, das geht auch noch. Das geht auch noch. Wir haben immer noch 165.000. Richtig krass. Und, ja, wartet mal. So. Gucken wir uns mal weiter um hier. Was haben wir denn hier noch so? Darunter liegt was. Ah, du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Cool. Was haben wir hier? Mosasaurus. Aha. Das sieht so krokodilartig aus, ne? Okay. Bedeutung: Echse vom Fluss Mosa. Länge 6 Meter, Höhe 0,8 Meter. Beobachtungsbericht. Die hauptsächliche Nahrung des Mosasaurus besteht aus Ammoniten, die unter Wasser am Boden des Sees leben. Okay. Während ihrer Brutzeit sammeln sich viele Mosasauren bei ihrer Nahrungssuche in der Nähe der Einrichtung. Oh Gott, muss ich unter Wasser oder was? Ihre Kiefer, die stark genug sind, sogar die härtesten Krustentiere zu öffnen, stellen auf jeden Fall eine Bedrohung für den Menschen dar. Gott, gegen Krokodile kämpfen, ja toll. Sogar der stärkste Unterwasseranzug schützt nicht vor dem Biss eines Mosasaurus. Trotz ihrer Größe sind sie außerordentlich beweglich und können relativ schnell schwimmen. Kampfhinweise: Wenn du von einem Mosasaurus angegriffen wirst, musst du versuchen, seine Angriffe abzuwenden. Nadeln aus dem Unterwasseranzug zu schießen ist eine Möglichkeit. Die effektivste Methode ist aber, sie mit der Schockwelle zu bekämpfen und sie bewusstlos zu machen. Die Schockwelle ist besonders nützlich, wenn du mehr als einen Mosasaurus vor dir hast. Sie verstecken sich in kleinen dunklen Hinterhalten. Daher Vorsicht mit Höhlen und Öffnungen. Oh Mann, müssen wir jetzt hier gegen Krokodile kämpfen, oder? Oh nein, ey. Kommen immer wieder neue dazu. Das ist ganz interessant gemacht. Sie haben ein kleines Kommunikationsgerät auf dem Tisch gelassen. Es muss benutzt worden sein, um mit den anderen Einrichtungen zu kommunizieren. Ah, sieht so aus. Okay. Da haben wir hier zumindest schon mal eine Dino-Datei gefunden. Was ist das? Tagebuch des Personals. Oh. 2.6.22:30 Uhr. Morgen Nachmittag kommen zwei Mechaniker aus Edward City in diese Einrichtung. Okay. Die jährliche Sicherheitsprüfung des dritten Energiegenerators steht mal wieder an. Zum 9. Mal. Ach, der Generator, ja, den wir im ersten Teil schon angemacht haben. Falls der Generator im Wasser jemals ausfällt, bedeutet es das Ende. Ach du Kacke. Im Wasser? Okay. Wieder können wir nur beten, dass nichts falsch läuft. So seltsam sich das auch anhören mag. Manchmal denke ich fast, dass es besser wäre, wenn der Generator in die Luft flöge. Ach du Scheiße, ey. Ja, nicht wundern, Leute. Ich habe das Fenster auf, deswegen. Habt ihr vielleicht diesen Bus gerade gehört? 3.6.16 Uhr. Die Mechaniker, die sich auf den Weg zum dritten Energiegenerator unter Wasser gemacht haben, sind nicht zurückgekehrt. Ja, war das nicht klar? Vielleicht sind sie zum Mittagessen verspeist worden. Dies ist ein großes Problem. Bob, einer der Mechaniker, hatte den Zugangsschlüssel von Edward City bei sich. Okay. Es ist notwendig, dass wir den Schlüssel bekommen, wenn wir aus dieser Einrichtung zurück nach Edward City kommen wollen. Ah, toll. Ich denke, die einzige Möglichkeit ist, in den Unterwasseranzug zu steigen und selbst hinabzutauchen. Ach Leute, tu mir das nicht an. Ich hoffe nur, dass ich nicht zum Dessert werde. Ich glaube, ihr seid schon alle hier zum Dessert geworden. Ihr seid doch schon alle tot hier, ey.
Es ist ein Kontrollterminal, um den Status zur Energiegenerierung dieser Einrichtung zu überprüfen. Es sieht so aus, als ob Sie in dieser Einrichtung nur einen Generator hätten. Ja, okay, das ist alles das gleiche. Okay, das ist hier auch. Ja. Ein Generator. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Oh nö, ich muss unter Wasser. Was zur Hölle? Aber erstmal noch nicht, Leute. Wir haben aber erstmal noch einen Schlüssel gefunden, aber hier ist auch noch eine Tür. Und da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir erstmal rein. Ich will noch nicht unter Wasser. Das ist so ein Scheißgebiet. Einrichtung Lager. Okay. Sind hier auch wieder Flugsaurier? Was bringt die Kanone gegen Flugsaurier? Auch nur ein Schuss. Wow. Aber ich nehme mir doch lieber den Raketenwerfer. Wartet mal. Schön zielsuchend. Ist gar nicht mal so schlecht. So. Zielsucher. Ist gar nicht mal so schlecht. So. Dann sucht euch euer Ziel. Los. So. Genau. Was haben wir denn? Uiuiui. Was zur. Oh. Der ist aber nah dran. Oh, so. Ist noch einer. So, sehr gut. Kommen hier noch mehr? Da sind noch mehr. Tatsächlich. So. Was halten die aus, sagt mal. So, die halten mehr als eine Rakete aus. Das ist ja krass. Oh. Ah, das ist natürlich scheiße, wenn die da vor dem Mauer schießt. So, Leute. Habt ihr es jetzt bald mal oder wollt ihr noch mehr penetriert werden? 6800 Punkte. Nee, ich hab's. Okay. Dort ist ein kleiner Boiler. Er muss gebaut worden sein, nachdem sie in dieser Welt angekommen sind. Okay. Was haben wir denn hier? Kakerlaken auf jeden Fall. Dort ist eine Werkzeugkiste mit Reparaturwerkzeug. Aber es gibt dort kein Werkzeug, das benutzt werden könnte. Hauptsache, du siehst die Werkzeugkiste an. Hier liegt toter Typ rum, Rina. Voll das Blutbad hier. Dort ist eine ID-Karte in seiner Hemdtasche. Du hast? Mechaniker-ID-Karte. Ah. Da liegt jemand. Er hat ein Gewehr in der Hand. Die ganze Munition wurde verbraucht. Es sind hier viele Wunden, die aussehen, als ob sie von Schnäbeln stammen. Ja, der Typ, der war mal wieder zu blöd, um sich gegen diese Vögel zu verteidigen, ne? Aber wir haben jetzt diese Forscher-ID, ach, diese Mechaniker-ID-Karte bekommen. Ist schon mal gut, aber, liebe Leute, ich will da noch nicht rein. Ich will erstmal nochmal zu diesem Boot da zurück. So, 16.800 Punkte wieder. Ich will einmal nochmal zu diesem Boot da zurück. Ich will gucken, was da drin ist da. Gut, Leute. Dann gehe ich mal wieder hier rein. Beziehungsweise runter. Na komm. Mach schneller, Regina. Du lässt dir gerne Zeit, ne? So, alles klar. Kommen jetzt hier wieder die Wasserviecher. Wow! Oh Gott! Ja, da kommen sie. Ah, oh, okay. Leute, dann. Die wollen wieder den Stoff haben hier, okay. Tö, kommt noch mehr? Doch! Da kommt noch mehr raus. Ey! Hey, so. 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 Die sehen so witzig aus, ey. Und bam. Und die hören sich an wie Kühe, nach wie vor. Mö. Oh Mann, ey. So. Was die Entwickler manchmal genommen haben, ey, würde ich mal gerne wissen, ey. Wobei ihr auch geschrieben habt, dass die Entwickler dieses Aussehen der Dinos nicht wirklich ernst genommen zu haben scheinen. Ja, das glaube ich euch auch einfach. Das kann ich bestätigen. So, gibt's jetzt hier noch was? 10.000 Punkte? Nope. Okay. So, Leute, hier vorne, diese Box. Da haben wir doch jetzt einen Schlüssel. Boxschlüssel, genau, hier. Für eine Disk. Nicht deren Ernst. Was haben wir da?
Aufzugszugangscode. Ah, okay. Der Zugangscode für den Aufzug zum dritten Energiegenerator unter Wasser ist geändert worden. Die neue Codenummer lautet 4521. Dankeschön. Gibt es da nichts mehr? Nur dieser Code? Ist nicht nötig, das. Okay. 4521, ja, danke. Deswegen bin ich jetzt hier zurückgerannt. Ja gut, ich meine, die Information war wichtig. Ja. Die Information war schon wichtig, damit wir jetzt mit diesem Fahrstuhl fahren können. Aber ich will gar nicht mit diesem Fahrstuhl fahren. Das ist so ein Scheißbereich. Na gut, aber wir müssen halt. Wir müssen jetzt da runter. Okay, Leute. 20.000 Punkte. Schon mal nicht schlecht. So. Dann komm, Regina. Dann haben wir noch 8 Minuten. 9 Minuten. Genau. 4521, ne? So. Objekt, Objekt. Objekt, Objekt. So, genau. Gib den vierstelligen Sicherheitscode ein. Gib die erste Zahl ein. Oh. 4521, was war das, ne? Ich habe den Code vergessen, nicht deren Ernst. So. Nee, gut, doch nicht. Okay. Jetzt mein Gehirn doch nicht so blemblem. Sicherheitscode bestätigt. Du kannst den Aufzug benutzen. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Na gut, aber ich muss. Ich muss da rein. Okay, dann gehen wir unter Wasser. Er führt zu der Einrichtung unter Wasser. Möchtest du den Aufzug benutzen? Ja. Passage zum Sub-Level. Okay. Karte. Na toll. Dritte Energieeinrichtung. Das ist das Patrol-Ship, aber unter Wasser irgendwas. Oh Gott. Okay, Leute, wir gehen unter Wasser. Ja, so haben wir hier irgendwas. Außer Leute draußen. Es ist ein Gerät zum Entdecken von Energielecks. Wahrscheinlich befindet sich in der Nähe ein riesiger Energiegenerator. Ja, Regina, von dem hast du doch schon tausendmal gelesen. Wahrscheinlich befindet sich ein Generator. Ja, hier ist ein Generator. Sublevel-Aufzug. Mann, ey. Karte. Ja, toll. Danke, Leute. Danke, echt. Ich hasse diesen Bereich. Na gut, wir müssen jetzt hier rein. So, was ist da jetzt? Gibt's hier noch irgendwas? Oh, wir sind jetzt hier auf diesem Fahrstuhl. Aha. Was haben wir denn da? Ah, wartet mal, da ist eine Disk. Oh, schaut mal da. Hier ist nichts drin. Dort ist ein Tauchanzug drin. Du musst die Energie reaktivieren, um den Aufzug zu. Um den was? Anzug zu erhalten. Aufzug gelesen, ey. Mann. Was haben wir denn hier? So, Notiz des Mechanikers. An Bob, ich habe gehört, dass du jetzt für diesen Bereich zuständig bist. Zum Anlass deiner neuen Position hinterlasse ich dir ein Geschenk, ein Memo, das dir nützlich sein könnte. Es handelt sich um den Start der Energie. Ah, ja. Sogar wenn du das Energiestartprogramm benutzt, wird dieses oft unterbrochen, richtig? Nun, das passiert, weil die drei Steuerungsterminals nicht richtig funktionieren. Was funktioniert denn hier überhaupt? Hier ein paar Tipps, was du tun kannst. Wenn du das Programm startest, überlädt es sich schnell und die Lampe wird rot. Auch richtig? Wenn das passiert, musst du ihn einfach einem Schlag mit einem elektrischen Gerät versetzen. Immer ein Elektroschocker, ne? Dadurch wacht das Ding wieder auf. Viel Erfolg, bis bald. Mike. Ah, Mike. Ah, nee. Ich glaube, das ist nicht der Mike aus dem ersten Teil. Gut, Leute, das heißt, wir müssen das Ding, die Energie für dieses Ding hier einschalten. Dies ist die Kontrollkonsole, die den großen Aufzug steuert. Du musst die Energie reaktivieren, um ihn benutzen zu können. Energie reaktivieren. Also da hinten hoch. Ah, das Ding da. Ja, okay. Wartet mal, da ist so ein Loch drin. Wartet mal, da ist ein Loch. Kann ich da rein? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, kann ich nicht. Okay. Na gut. Dieses Ding hier.
Da ist eine Tür. Dies ist ein großes Tor für den Transport von Materialien. Da es verrostet ist, kann es nicht benutzt werden. Okay, dann hier. Dieses Terminal steuert die Energie aller Maschinen in diesem Raum. Die Energie des Aufzugs und des Raums, in dem sich der Tauchanzug befindet, ist abgeschaltet. Auf dem Bildschirm wird das Programm zum Neustart der Energie angezeigt. Möchtest du das Programm neu starten? Jo. Mhm. So. Genau, Leute, jetzt müssen wir hier einfach diese Dinger da, genau, die fangen nämlich an zu blinken, was wir gerade gelesen haben. Und wir müssen jetzt mit unserem Elektroschocker draufhauen, um da einfach, um da schön die Energie am Laufen zu behalten. Oh Mann. Oh Mann. Oh, so. Puh. Okay. Okay. Ist ja gut. Übertreib nicht. Übertreib nicht! Übertreib nicht! Alter, was zur Hölle? Oh, haben wir es jetzt? Nee, immer noch nicht. Mein Gott. Haben wir es jetzt? Oh Gott, Krankenwagen. Oh, blau, Gott sei Dank. Blau. Ah, gut. Jawohl, wir haben das Ding angekriegt, Leute. Geil. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt mal den Taucheranzug. Wir gehen jetzt nämlich unter Wasser einen Auftauchen machen, Leute. Ist das nicht geil? So, dann gib mir das. Du hast Tauchanzug. Sehr schön, dann können wir, glaube ich, auch schon hier das Ding aktivieren. Regina hat den Taucheranzug angezogen, um in die Unterwassereinrichtung zu gelangen. Dankeschön. Dankeschön, dass ich das nicht selber machen musste. Aufzugsschacht innen. Oh mein Gott, Leute. Jetzt wird es mies. Jetzt wird es richtig gemein. Was? Jetzt wird's richtig gemein, Leute. Schaut euch das an. Was zur... Willkommen unter Wasser, liebe Leute. Da schwimmt irgendwas hinterher, ne? Das sehen wir ja. So, wo bin ich hier überhaupt? Wo bin ich hier? Hä? Ey, wartet mal. Wo bin ich hier? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte wissen, wo ich bin. Hallo? Wo bin ich hier, sagt mal. Hä? Was? Sie hat keinen Strom, sie funktioniert nicht. Na was denn? Wo bin ich denn hier? Hä, ist das gerade verbuggt? Leute, ich sehe hier... Leute? ja. Willkommen unter Wasser. Willkommen zu einem neuen Bug. Da muss ich tatsächlich jetzt was mit der Auflösung machen. Aber, liebe Leute, wir sind auch schon am Folgenende angekommen. Wie es hier im Wasserbereich weitergeht, liebe Leute, sind wir beim nächsten Mal. Und ja, dann kümmere ich mich jetzt mal darum, dass ich diesen Soundbug, diesen Grafikbug mal ja, beheben kann. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter.
Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Ey, würde ich mich sehr freuen tatsächlich. Erzähl es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.